So, ist hier denn noch irgendwas von Interesse? Hier war schon. Ist da hinten denn noch was? Ist da hier noch jemand für den? Hallo? Fernseher! Fernseher! Hä? Oh, hier war ich schon. Da war ich da drüben aber noch nicht, oder? War ich da schon drin? Hä? Warte mal, hier bin ich hochgekommen, ne? Hier war ich schon drin. Hier sitzt der eine Typ links, ne? Nee, hiervon komme ich. Wow, ich habe absolut. Wow, Hilfe! Panik, ich fühle mich. Ich schlimme Geschichten darüber gehört, was da drin passiert. Ja, ich fühle mich wie bei Asterix mit Passierschein A38. Wie war das? A38. Ach, komm schon. Hier ist die Treppe. Super. Okay, ein Stockwerk nach oben. Hier geht's wieder raus, ne? Ja. Ich habe mich nicht verlaufen. Doch, habe ich. Okay, ja, das schaut sich auch dieses komische Band an, alles klar. Warte mal, du könntest. Weil, weißt du, ich kenne den Film. Der war bis zum Ende hin spannend. Ich muss mich vorher nur kurz umgucken, ob hier noch irgendwie ein Zettel liegt, den ich unbedingt vorlesen muss. Gefangenenliste. Okay, das sind die Namen von vorhin, nicht aber alle, sondern auch andere. H. McCalkin, 23 Jahre. F. Ryber, 37 Jahre. S. Pratt, 26 Jahre. M. Case, 32 Jahre, ist verstorben. K. Dole, 31 Jahre. A. Dobson, 22 Jahre. C. Dobson, 19 Jahre. A. Gaines, 26 Jahre, ist auch verstorben. Die Beddoes, 36 Jahre. Und M. Scriver, 34 Jahre, ist vermisst. Ist hier geflohen? Meat Week. Da hat jemand gereimt. Mit hier eine Säge? Und Ketten. Das erinnert mich an Zor. Raus hier! Raus hier! Dieses Haus ist gruselig. Hä? Ne, hier war ich auch noch nicht. Ich bin verwirrt. Hä? Ne, halt, stopp. Links. Halt! Grace! Nicht töten, bitte nicht töten. Was kommt jetzt, Mickey Maus? What? Oh Scheiße, da fahren Trucks in deine Richtung. Jacob hat nur darauf gewartet, dass wir nochmal angreifen. Hör du währenddessen die geile Mucke! Von wo kommen die denn? Ja geil, mit der Schrotflinte bin ich ja eigentlich behindert. Ein Schuss, ein Treffer. Ich brauche keine kreativen... Oh, warte. Dinger. Guten Tag. Hallöchen. Ja, hallo. Wer hat eigentlich die Musik so laut gemacht? Hier ist Stacheldraht, warte mal. Stationäres Geschütz, geil. Ja, mega, weißt du, habe ich das stationäre Geschütz gefunden, ist auch wieder ein Recht. Ja, warte, war hier nicht auch ein stationäres Geschütz irgendwo? Was? Mist, ich muss da hoch eigentlich, ne? Ah, da hinten ist die Treppe. Super, wunderbar. Guck mal, pass mal auf. Stationäres Geschütz war hier oben. Hab ich gesehen. Ja, ja, ja. Wo ist denn der Heli? Ach, da. Schau, mach mal hier gut. Puh, ja. Ich wollte es einfach tun, weil weißt du, es ist ein Pass gewesen. Wirklich, die sind schlau hinter dem Baum. Oh, warte mal, sie kommen hier hoch. Nein, jemand ist verletzt. Ich rette dich. Hä? Boomer. Ja. Du nicht, ne? Bam. Nein, Boomer. Greif ihn an. Komm, treten.
Aufs Maul, genau! Arschloch! Vorne fahren Sektentrucks vor! Vorne, 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 ich hab gehört vorne! Hallo, ich bin hier. Der bleibt halt einfach sitzen im Wagen. Das sind die besten Typen. Hä? Wo? Was? Scharfschütze oder was? Ich sehe nicht von wo. Ich sehe nicht von wo. Das ist natürlich dann ein kleines Problem, das wir haben, meine Damen und Herren. Das ist halt einfach nicht schön. Wenn man nicht weiß, wo der Sniper sitzt. Ach da. Hab ihn. Und der andere kommt auch angerannt. Wie viele denn noch? Bitteschön. Oh ja, ein paar. Okay. Auch ein paar. Gut, dass ich das Richtige... Weißt du, da steht dahinter vor dem Geschütz und benutzt es nicht. Wo ist der Heli? Apropos Heli? Ich hab ne Idee. Ich hab ne Idee, ich hab ne Idee, ich hab ne Idee, ich hab ne Idee. Woo! Gar nicht wahr. Komm schon, das ist nicht wahr, oder? Jetzt nicht mehr. Gut, dass ich den so gut geparkt hab. Oh, ich liebe den Heli ein bisschen. Also komm mal, der ist im Missionsgebiet oder was? Ciao. Der wollte richtig harte Typen abwerfen. Hast du das gesehen? Dankeschön. Für mich bist du ein verdammter Held. Es sieht gut aus für Briggs. Die Whitetails sind auf dem Weg, ihn abzuholen. Sehr schön. Ach, das ist doch perfekt. Das freut mich. Da habe ich wenigstens was Gutes erreicht heute. Und das mit dem Heli war eine geile. Zwar sehr späte Idee, aber immerhin. Befrei dich. Abgeschlossen. Sehr schön. Das menschliche Hirn ist faszinierend. Sobald man erst einmal damit angefangen hat, darin herumzustochern, ist es überraschend, wozu man es unter den richtigen Umständen bringen kann. Du kennst doch sicher den Begriff klassische Konditionierung, oder nicht, Herr Beauty? Damit ist gemeint, wenn ein bedingter Reiz, ein Lied etwa, eine bedingte Reaktion hervorruft. Warte, ich habe nur Opfern gehört. Ach so, nicht den Heli, den du da geschickt hast. Alles klar. Wunderbar, super, perfekt. Das hatte ich leider missverstanden. Das kann leider mal passieren. Warte mal, was? Musik, Lied? Was? Passiert hier gerade? Schon wieder? Dieses Only You ist dieses Lied, ne, das mich dazu bringt, irgendwas zu machen. Das hat er damit gemeint. Ich bin schon wieder hier drin bei ihm. Oh Gott, wie oft denn noch? Der Typ ist ja mega nervig. Und wie hat er das gemacht mit dem Lied jetzt, ne? Hast du sicher Hunger? Ich bin eine Woche hier. Wusstest du, dass es 10 Tage dauert, bis die Zivilisation kollabiert? Ja. Wenn die Grundbedürfnisse des Menschen nicht befriedigt werden, übernehmen die primitiven Instinkte nach nur 10 Tagen. Ja, das ist nicht leicht zu verstehen, wenn man es nicht selbst erlebt hat. Ich war im Irak während des ersten Golfkriegs.
British and Airborne, gute Amerikaner. Hurra! Eines Nachts gab es einen Angriff. Ich und dieser Typ namens Miller wurden von der Einheit getrennt. Ohne Funk. Ohne Nahrung. Die nächste Basis, 200 Klicks südlich. Also gingen wir einfach los. Tja, bald war klar, dass wir uns verlaufen hatten. Tag 6. Das Wasser ging aus. Du weißt, wie das ist, oder? Es wird schwierig zu schlucken. Am 7. Tag fing Millers Beine an, wackelig zu werden. Wusstest du, dass dein Gehirn Muskeln abbaut, um zu überleben? Deshalb bist du so verdammt abgemagert. Am 8. Tag näherten sich dann die Wölfe. Und ich sah Miller an und wusste, dass wir so gut wie tot waren. Und ich akzeptierte es. Mit dieser Akzeptanz kam die Klarheit. Verstehst du? Ich sah nicht länger die Menschen, Miller. Ich sah nur noch eine Chance zu überleben. Nicht, dass ich das tun wollte. Sondern ich musste es tun. Das war meine Prüfung. Und weißt du, Millers Opfer brachte mich nicht nur aus dieser Wüste heraus. Es führte mich direkt hierher. Die Schwachen haben einen Zweck. Das verstehst du schon noch früh genug. Das kann doch nicht wahr sein, wieder Only You. Aber die Schwachen töten das letzte Ziel. Okay, die Zeit wird knapper, Freunde. Ist aber wahrscheinlich derselbe Gang und am Ende müssen wir wieder ein bisschen mehr gehen als letztes Mal. Ich glaube, Takedowns geben immer noch mehr Sekunden, ne? So, ich versuche halt ein bisschen flutter zu sein. Ach egal, scheiß auf den. Oh! Vielleicht bin ich jetzt ein bisschen zu hektisch, das weiß ich nicht. Aber wir haben nicht so viel Zeit, das ist das Ding. Da oben war auch irgendwas. Da ist einer, da ist einer. Und du. Ich glaube, wir haben ganz gut Zeit jetzt doch gut gemacht, oder? Okay, die Leute stehen ein bisschen anders. Ein bisschen verteilter. Oder? Naja, einfach nur anders. Hä? Wir schießen auf mich. Du. Gut gemacht. Und wieder hier runter? Okay, den ersten Abschnitt haben wir. Folgt der zweite. Die Herde keulen. Ich keul die Augen gleich ein. Trainieren, jagen, töten, Opfer bringen. Ja, opfere die Schwachen. Gut. Hi! Boah, das ist echt... Ich bin gerade so ein bisschen konzentriert tatsächlich. Bin ich ja sonst nie. Hi. Okay, da, siehst du? Okay, wieder derselbe Typ. Wieder dieselbe Stelle. Wo bin ich jetzt? Boah, das ist so verwirrend. Also ich höre immer dieses Lied und dann sehe ich diesen Film und in diesem Film sehe ich diesen Gang, wo ich langlaufe. Das ist dieses Spielerische, wie ich diesen Film erlebe oder was. Und dass ich da halt einfach irgendwie die Leute dann töte oder was. Und dann mache ich immer irgendwo auf, weil man mich irgendwie immer rettet. Oder ich mich selber rette. Ich bin immer noch in diesem Käfig. Ich werde dich hier rausholen, okay? Und dann verschwinden wir von hier, okay? Only you. Only you. Hey, und ich?
Was ist mit mir? Du bist nicht stark genug. Du musst hier sofort raus, bevor es wieder anfängt. Folge mir. Danke, Scheiß. Scheiße, danke. Jetzt? Okay. Er weiß, dass du bereit bist, es zu tun. Sieh her. Zittere doch nicht so. Prüfungen. Hier. Er hat das alles geplant. Eins, zwei, drei. Und du bist dabei. Es wird zur zweiten Natur. Routine. Er ist in deinem Kopf. Und du merkst es nicht mal. Du kannst nie mehr zurück. Verstehst du? Du kannst nie mehr zurück. Komm schon. Truck. Der Truck muss da sein. Muss auf den Truck. Es ist fast soweit. Ich habe die Route studiert. Sie ist der einzige Weg raus. Das wird schon, wenn du nicht. Nein, noch nicht. Noch nicht. Der Truck ist meine einzige Chance. Nein! Das war das Einzige, was er tun konnte. Das Lied fing wieder an und das hätte mich betäubt. Und auch ihn. Jetzt so betäubt es nur ihn, aber ich bin jetzt da unten und höre es nicht. Oder? Oder hat er sich jetzt gerade selbst gerettet? Oh Gott, was geht hier ab? Ich bin auf dem Truck gelandet, oder? Der Typ ist so geil! Ich hätte mich auf den Truck geworfen, während der losgefahren ist. Und dann bin ich oben rausgefahren. Und das Lied hat mich nur betäubt. Dieses Only You. Danke, Alter. Deputy, falls du das hörst, ich weiß nicht, wohin du Opfer, die Schwache. Aber, scheiße, wir haben echt ins Wespennest gestochen. Du bist wahrscheinlich da draußen und versuchst, deinen Freund Pratt zu retten, aber wir Whitetails könnten immer noch deine Hilfe brauchen. Egal. Du weißt, wo du uns findest. Bis bald. Der musste pinkeln. Oder was soll man da tut? Hey Dad! Keine Ahnung, wo du warst. Aber mach dich mal auf den Weg zu der Kreuzung, wo das Grill Street Diner ist. Da ist etwas, was du dir dringend ansehen musst. Okay, alles klar. Alter, der hat mich tatsächlich irgendwie gerettet in dem Sinne. Aber was mich gerade immer noch verwirrt, ist immer, wenn ich aus diesen Dingern wiederkomme, passiert irgendwie, dass da immer steht, mach das und das, nimm dies und das, mach dies und jenes und sowas. Ich weiß nicht, ob das jetzt so gut ist. Ne, opfere die Schwachen oder was auch immer da war. Ob der tatsächlich jetzt irgendwie in meinem Kopf drin ist und ich merke das gar nicht. Das wäre natürlich ein bisschen suboptimal. Super optimal ist auch, glaube ich, dass ich jetzt, ich glaube, ich werde jetzt die Aufnahme beenden und die Folge auch. Und das ist schon voll. Ich glaube, das ist auch nicht optimal, aber das muss ja irgendwann mal sein. Irgendwann, ja, eben, ne, finde ich auch. Irgendwann muss man halt einfach mal die Folgen beenden und man muss auch irgendwann mal aufhören mit den Aufnahmen, weil man kann ja nicht die ganze Zeit durchzocken, ne? Was sagst du dazu? Die Leute hier meinen, ich wäre in unserem Bunker sicher gewesen. John Seed wusste von ihm. Das Ding ist für einen atomaren Zwischenfall konzipiert. Nicht für eine durchgeknallte Sekte. Eine Nee, das verstehe ich, das verstehe ich. Geil! Guten Tag! Ja, das musste noch sein, ne? Zum Ende der Folge kann man nochmal zwei Zivilisten bewahren. Bin ja nicht so. Bin ja nicht so. So, ich verstecke mich jetzt hier. Suche und Rettung. Oh, okay. Menschen in der Weiterregion befreit. Ach so. Oh, das ist eine Mission, richtig. 13 von 20 Leuten. Ja, dann müsst ihr was für nächstes Mal tun. Und zwar holen wir uns den Cheeseburger. Hier noch in die Prepper-Figur. Oh, wir spawnen mitten im Nirgendwo. Oh, das ist ja auch interessant. Ach du Scheiße.
Ich bin ja sonst wo. Ich bin am Arsch der Welt. Warte mal, wer gehört denn hier noch eigentlich dazu? Wen habe ich eigentlich überhaupt schon gerettet? Ich habe doch gar keinen von den dreien gerettet, die mir als Begleiter dazukommen können. Das sollte ich vielleicht auch mal machen. Und ich bin jetzt hier oben. Das ist natürlich mein Plan mit Bo, Adams und George Hurley. So ein bisschen über den Haufen gelaufen worden. Ruf der Wildnis. Zerstöre akustische Wolfsköder. Ja, gut, da können wir den einen da oben noch zerstören oder so. Ich würde trotzdem sagen, dass wir versuchen irgendwie trotzdem hier erstmal weiterzumachen. Der Typ holt sich ja uns die ganze Zeit. Wir haben ja gar keine Chance, wirklich, irgendwas anderes zu tun. Ansonsten, ne, wisst ihr ja, irgendwann holen wir mal den Cheeseburger. Ihn holen wir und Baron Sägewerk werden wir auch noch befreien. Das machen wir alles noch. Das ist ja kein Ding. Aber ich komme halt einfach nicht dazu. Der Typ, der hat mich jetzt schon 3 oder 4 Mal entführt. Um mir irgendwie Only You for spielen zu können, was er wahrscheinlich aus einem Batman-Film-Spiel hat. Aber das nicht mit mir, nicht mit mir. Wir sehen uns dann hoffentlich wieder in einer neuen Folge von Far Cry 5. Und da werden wir dann irgendwann nochmal Jacob vielleicht endlich gegenüberstehen. Wir müssen ja noch ein paar Punkte sammeln. Macht's gut, Leute. Bis dahin dann. Tschüss.